wir haben Sommer. Oh mein Gott. Ja, wir hatten ja das hier Probleme mit dem Wasser, dass das langsam zur Neige geht. Und ich befürchte, dass wir das vielleicht gar nicht erst hinkriegen. Gründe eine Miliz. Jo. Das Gebäude ist am Laufen. Im Moment will ich ehrlich gesagt gar nichts machen. Ich will abwarten. Oh Gott sei Dank, Wasser. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, wir haben hier drei, da zwei. Die Brunnen haben wir. Ich hoffe, das hilft jetzt ein bisschen. Da kommen die Leute mit Steinen. Wunderbar. Baut es weiter. Ja, sehr, sehr schön. Ja, er möchte Getreide haben. Das hier natürlich. Das bekommt jetzt auch Wasser. Plus die, die sich jetzt hier füllen. Das gefällt mir sehr gut hier. Das ist sehr, sehr schön. Es sollten zwar nur vier gebaut werden, aber ich habe fünf gemacht. Einfach wenn es im Sommer weniger regnet, dann sollten wir zusehen, dass wir das bekommen. So, wie sieht es denn mit Leuten aus? Wie viele Arbeiter haben wir denn? Sieben Arbeiter haben wir. Wir haben weniger Stein. Gut, wir müssen eben mal gucken. Wir hatten hier das noch gebaut gehabt, gleich bei dem größeren Teil. Da sind zwei drin. Ein Händler besucht dein Dorf. Ein Händler, der lässt doch direkt Geld hier für uns. Das ist sehr, sehr gut. Das ist voll, deswegen brauche ich da gar keinen zuweisen. Machen wir hier einmal einen draus. Und warten jetzt. Jetzt heißt es wirklich warten. Ich kann gar nichts anderes machen als warten. Und deshalb werden wir das ein bisschen beschleunigen hier. Der hat hier das fast fertig. Das Ding wird gebaut. Die fünf sind ein bisschen jetzt. Oh, die sind voll. Oh, die Nacht mit Regen, das ist super im Sommer. Das hat uns bestimmt die Ernte gerettet. Ja, es sieht ein bisschen größer aus. Oh, hier müssen wir angeben, was als nächstes gemacht werden soll. Okay, das Wasser ist theoretisch voll. Felder, Getreide von Obst und Gemüse, bla bla bla. Ein Bau wurde vollendet. Wächst schnell, haben wenig Ertrag, können jedoch in der Mühle verdoppelt werden. Wachsen stetig, haben einen mittleren Ertrag. Wachsen langsam, haben dafür großen Ertrag. Ich glaube, wir werden hier noch mal Getreide machen. Soldat. Wir haben einen Soldaten. So. Eine Schmiede. Zwar, also eine Schmiede brauchen wir noch. Ein Wachhäuschen und jede Menge Soldaten. Okay. So, gucken wir doch einfach mal in der Produktion. Die Schmiede müsste hier irgendwo sein. Da ist sie. Okay, dafür brauchen wir Stein. Wir brauchen mehr Stein. Stein, 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 Stein. Geht das schneller? Und was brauchten wir noch? Wir brauchten noch ein Wachhäuschen. Aber das Gute ist, es scheint hier öfters zu regnen. Das beruhigt mich auch schon mal. Ich überlege noch einen größeren Acker zu bauen oder so. Oder noch einen zweiten Bauernhof. Aber ich. Ja. Die Leute sollen das hier mal abbauen hier. Das nervt mich ein bisschen. So. Wollen wir denn das Wachhäuschen? Wie viel brauchen wir denn dafür? Auch jede Menge Stein. Okay. Dann werden wir erstmal uns um die Schmiede kümmern. Weil Soldaten ohne Waffe oder so sind ziemlich nutzlos. Sag mir nicht, die hält so Wache. Hält die so Wache? Mann, nach ein paar Minuten kriegt die doch einen Koller so.
Hier fällen so fleißig die Bäume, sehr, sehr schön. Und wenn wir hier mal eben das dadurch ein bisschen beschleunigen, dass wir hier mal ein bisschen einkaufen. So. Was hat der so? Na? Über den kann ich nicht. Okay. Nein, das ist der falsche. Zu futtern habe ich ja zurzeit sehr gut. Also. Ey, das läuft hier echt gut. Mensch, das läuft gut, das läuft gut. Wie viel Ertrag hier? Sehr schön. So. Fehlt nicht mehr viel, dann haben wir es auch schon. Dann muss ein bisschen schneller laufen. Der kann sein Bier machen. Sehr schön. Läuft ja alles so, wie es soll. Ein Händler besucht dein Dorf. Geld, Geld. Wir könnten erweitern. Ist, glaube ich, aber eher momentan nicht so interessant. Wie läuft es denn hier? Auch sehr, sehr gut. Schön. Was? Warum sollte ich denn jetzt eine Taverne bauen? Da stieg ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht durch. So, ein bisschen was davon verkauft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, wir werden jetzt uns darum mal kümmern, dass wir doch mal langsam dieses verdammte Ding hier bauen können. Der hat es nicht. Der hat auch nichts. Mann, wann kommen denn die mit den Steinen? Ja, gleich ist soweit. Gleich. Das dauert mir meiner Meinung nach aber zu lange. Komm schon. Ich kann das Ding machen. Juhu. Ja, nee, der Schmiede ist schon nicht schlecht hier. Also, der Mine, Schmiede, alles dicht beieinander. Ein Händler besucht dein Dorf. Jo. Ah, der ist noch gar nicht da. Es wird klirrt für das Geld. Bingo. Zack, da ist er. Jum, alles kaufen. So geht's doch besser. So, das nächste, was wir bauen wollten, was war das nochmal? Wachhäuschen und dann die Soldaten. Und dieses Wachhäuschen haben wir hier oben. Das braucht 30. Also noch 20 Stein. Jo. Dann beschleunigen wir das Ganze nochmal. Ich überlege mir, ob ich hier noch hinten eine Mine bauen soll. Oder... Ein Händler besucht dein Dorf. Dreihundert, 375, ach du Schande. Ein Händler besucht dein Dorf.
Jojo, lass mal dein Geld hier, ne? Ein Bau wurde vollendet. Sehr schön, direkt einen Schmied rein. Weil ohne bringt's ja nichts. So. Dann das nächste Wachhäuschen. Der deckt dann die hintere Fläche hinten ab, falls sie übers Wasser kommen, und der hier. Aber fehlt ein mir Händler theoretisch noch hier ein eins. Ja, und hier weiß ich nicht. Hier ist ja irgendwie Kartenrand. So. Ein Bau wurde vollendet. Jep. Da kommt auch noch einer rein. Weil so viele Leute haben wir nicht. Wir können jetzt nicht alle irgendwo einfach reinkloppen. Funktioniert ja leider nicht. Hier wird einiges schon hergestellt. Sehr schön. Hier holen sich jetzt alle Werkzeug, also besseres Werkzeug anscheinend. Das ist sehr schön, dass sie sich das von alleine holen, ohne dass man den Anweisungen geben muss oder so. Also bei dem Spiel muss ich das wirklich loben, das ist genial. Ein Kind wurde geboren. Da fliegt er. Und da ist das Kind drin. Oh, schön. Das letzte Haus, was ich jetzt gebaut habe, sind sie auch voll, wa? Jo. Dann müssen wir mal kurz ein kleines Haus nochmal bauen, zur Sicherheit, damit die Klamotten haben. Oh, und da laufen sie überall nach Hause. Zack, 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 zack. Juhu, und es regnet, somit heißt es also, wir kommen gut durch den Sommer. Ein Händler besucht dein Dorf. Also wir müssen uns merken, wir müssen mehrere bauen, damit wir gut durch den Sommer durchkommen. Das gefällt mir sehr. Sogar sehr, 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 sehr. Ja, der hat kein Getreide. Wir müssen mehr Getreide ansetzen, wa? Da ist noch ein bisschen, was sie abernten können. Und hier ist das, was sie ausgesät haben. Sehr gut.